Das sieht ja schon ganz konstruktiv aus, was wir hier bei den Märkten sehen. Und zwar in diesem Fall beim Dow Jones. Wir werden aber die amerikanischen Indizes natürlich angucken. Natürlich einen kurzen Blick auf den DAX werfen. Und ganz wichtig auch nochmal einen Blick auf den Zinsmarkt. Denn der ist nicht ganz so unentschieden oder unentscheidend für den einen oder anderen Anleger, was Gold angeht, aber auch was die Tech-Titel angeht, ist das durchaus unter Beobachtung. Doch fangen wir mit dem Dow Jones an. Aktuelle Bewegung eher nach unten. Theoretisch, ich habe es angedeutet, konstruktiv. Warum jetzt konstruktiv? Naja, so ein typischer Rücksetzer halt, das wäre jetzt ganz praktisch. Vielleicht sind wir da gerade am Basteln. Vielleicht ist das, was wir hier jetzt gerade sehen, der Versuch, hier in diese Richtung runterzulaufen, die 3820er-Marke hier anzusteuern. Muss ja jetzt nicht genau bis dahin laufen, aber irgendwie sowas in der Richtung. Und das dann eben als eine schöne Zwischenkorrektur, um dann die Long-Seite wieder schön mitzunehmen. Das wäre schön, das wäre herzallerliebst, weil uns das einen günstigeren Einstieg nochmal bringen würde. Vorstellbar wäre das allemal. Und ein bisschen sieht es ja danach aus, als ob der Kurs jetzt zumindest mal ein bisschen Pause-Modus macht. Ob es aber wirklich so weit reicht oder ob es dann nachher nur eine kleine Korrektur wird, wie wir das ja schon häufiger erlebt haben, hier zum Beispiel, hier im Kleinen, auch das hier, mehr oder weniger hier im Kleinen, hier jetzt vielleicht eine Nummer größer jetzt das Ganze, aber natürlich, wenn es nur in diesem Maße bleibt, ist wieder nicht Fisch, nicht Fleisch. Also wunschgemäß wäre es für mich, da bin ich relativ strikt, was meine Wünsche und Vorstellungen angeht. Gut, die gehen leider nicht immer in Erfüllung oder vielleicht ist auch gut so. Aber irgendwo hier, das wäre so das Mindestmaß, das würde ich schon gerne sehen. Dann wiederum wäre das, was wir als Rücksetzer hier haben, wenn es eben eine Korrektur ist. Also, warum erwähne ich das? Wenn er jetzt senkrecht runterplumpst, ist es halt immer die Frage, wie jetzt? Ist es doch eher Dynamik, so wie hier? Ja, man muss sich immer die Frage stellen, wie steht denn das ganze Ding da? Je mehr es sich abhebt von der eigentlichen Haupttrendrichtung, die war ja hier auch zum Schluss nach oben, desto besser wäre das. Also Rücksetzer bis dahin, das wären jetzt hier, falls man es nicht gut lesen kann, ungefähr 4.350. Wäre mir am liebsten, ehrlich gesagt, dann hätten wir nämlich wieder ein klares Bild. Dann hätten wir nämlich ein schönes Niveau, um wieder schön einzusteigen. Wenn wir jetzt nur einen kleinen Rücksetzer machen, auch dann kann der Kurs natürlich nach oben gehen. Das Problem ist, naja, was heißt Problem? Aber dass wir nicht genau wissen, bis wie wann, bis dann dieser Rücksetzer kommt. Denn dieser Rücksetzer steht so oder so an. Es ist ja kein Drama-Modus, sondern das sind halt diese kleinen Rücksetzer, die wir dazwischendurch haben. Die normalen Korrekturen, die normalen Erholungen, die dann halt immer wieder kommen. Manch einer sagt sich, kann man aussitzen? Ja, touché, wer da nicht rausgehen will, muss er ja nicht rausgehen. Wer da keinen Short machen will, muss das ja nicht machen. Das ist sicherlich eher was für die aktiveren Marktteilnehmer, die sagen, oh, da kann ich doch mal zwischendurch auch nochmal die andere Richtung mitnehmen. Oder aber, jetzt habe ich so viel Gewinn gemacht, das will ich jetzt nicht nochmal riskieren. Steige ich lieber unten wieder ein, wenn er dann zurückkommt. Das kann man ja alles machen. Vorsichtig, noch ist das alles, was wir hier sehen, auch meine Ambitionen, die ich jetzt hier sage, noch nicht hinreichend genug, um zu sagen, vorsichtig, es ist Gefahr im Verzug, sowas passiert. Das sehe ich nicht, das ist nicht die aktuelle Aussicht oder die Erwartungshaltung, auch wenn das natürlich nicht völlig unmöglich ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Berichtssaison. Wenn da irgendwie was ganz Doofes mal rauskommt, da sind ja noch die ein oder anderen, Tesla hatten wir jetzt, aber noch vor uns, in den nächsten Tagen, die FED haben wir wieder vor uns, also da sind noch die eine oder andere mögliche Tretmine. Aber im Moment sieht es absolut nicht danach aus, als ob der Markt darauf Lust hat, das als Negatives einzutüten, sondern sagt sich eher, was soll schon passieren, es kann eigentlich nur nach oben gehen. Das zumindest verspricht der Chart aktuell, das ist das, was die umgesetzte Stimmung der Marktteilnehmer sozusagen widerspricht hier, im Chartverlauf. So, jetzt gucken wir, bevor wir den Nasdaq uns angucken, mal kurz auf den Zinsmarkt. Das sind die US Treasury Notes, die Futures dafür. Wichtiger Hinweis für diejenigen, die das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Das sind die Kurse, das sind Preise, die wir hier sehen. Das hat nichts mit dem Zins zu tun, nicht über die komische Kursstellung wundern. Das liegt daran, dass das im anderem Format, also in Brüchen dargestellt wird, normalerweise hier natürlich jetzt dezimal, aber traditionell eben etwas komische Nummerierung hier hinten dran. Nichtsdestotrotz, das sind Preise. Wenn der Kurs nach oben geht, bedeutet das auch hier steigende Preise. Das wiederum bedeutet niedrige Zinsrenditen. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, das haben wir schon zigmal gemacht an dieser Stelle. Aber wenn dieser Kurs nach oben geht, sinken die Zinsrenditen. Sinkende Zinsrenditen sind tendenziell nicht so schlecht für
Gold beispielsweise, das ist das eine, weil Gold steht ja immer so ein bisschen in einem Wettkampf. Gold ist doof, du musst ja auch noch Lagerungsgebühren bezahlen. Jetzt nicht, wenn man das zu Hause in kleinen Münzanzahlen hat, aber wenn man das im größeren Stil einkauft und eben nicht im Keller haben möchte, dann muss man dafür auch noch ein Schließfach kaufen oder eben einen ganz großen Tresor oder eben noch größere Lagerfazilitäten. Das ist alles erstmal doof, weil es kostet Geld. Und je mehr, je höher ein Zinsangebot ist, zum Beispiel jetzt hier über die Treasury Notes, desto eher sagt man, soll man vielleicht ein bisschen weniger Gold und dafür ein bisschen mehr irgendwas, was Zinsen wenigstens bringt und nicht auch noch Geld kostet. Das spielt sicherlich eine gewisse Rolle. Also solange dieser Kurs hier nach oben geht, ist das sinkende Zinsrenditen, sprich das tendenziell für Gold. Und Zinsrenditen runter, sprich grundsätzlich eher für die Nasdaq, also für die Tech-Titel. Das müssen wir uns mal merken. So, und jetzt ist wie die Situation. Zuletzt sind wir eigentlich wunderschön nach oben gegangen. Hier die letzte Aufwärtsbewegung nach dieser hängenden Korrektur, die wir hier drin hatten. Die ist 1, 2, 3, 4, 5. Man hat ja schon den Eindruck, das ist wieder dieses blöde Fünffällige, was der Kerl da immer erzählt. Ja gut, sieht halt so aus. Wir haben halt hier eine größere Korrektur, hier eine dazwischen. Davor und danach ging es halt ziemlich zügig nach oben. So, und jetzt ist aber die Abwärtsbewegung aktuell. Jetzt vergleichen wir mal diese Abwärtsbewegung, die Stärke dieser Bewegung. Auch da hatten wir Gegenbewegung. Gucken wir uns das mal an. Hier war eine Gegenbewegung, auch wieder Dreiweller. Hier haben wir so ein bisschen Gegenbewegung, aber alles wackelig. Aber die Abwärtsbewegung ist sehr, sehr scharf. Und diese Korrektur hier und die am ähnlichsten gleich groß sind, sind weit voneinander entfernt. Übrigens so ähnlich wie das, was wir hier hatten. Na gut, der Kurs geht ja inzwischen wieder nach oben, aber hier haben wir auch Rücksetzer. Hier haben wir einen Rücksetzer und hier haben wir einen Rücksetzer, aber die sind überschneidend. Das heißt, eigentlich ist das Bild, was wir hier haben, sehr prädestiniert dafür, dass wir hier vorne eine erste Abwärtsbewegung haben, da in der Mitte dieses Wackelnde nach oben und dass, wenn zumindest mal dieses Tief hier nochmal fällt, anschließend der Kurs nach unten geht. Jetzt kann man sagen, was interessiert doch den Chart, der Markt interessiert sich doch nicht für den Chart. Naja gut, das stimmt nicht ganz, es gibt schon eine ganze Reihe Marktteilnehmer, die da drauf gucken. Aber es geht ja nicht darum, dass der Chart das weiß, sondern es geht darum, dass der Chart zeigt, dass alle bullischen Ambitionen, die wir im Moment haben, nicht wirklich tatkräftig sind. Im Gegensatz zu den bärischen Ambitionen, die zuletzt relativ stark nach unten waren. Und das spricht eben zumindest mal für dieses Bild. Auch dieses Bild, wenn ich das mal hier so ungefähr fortsetze im etwas größeren, ist ja jetzt nicht gleich ein Liebesbeweis für tiefere Kurse à la hier, das ist noch völlig offen, aber es würde zumindest mal, wenn wir das triggern, noch tiefere Kurse, also bis dahin in etwa dann erwarten lassen und was das dann für Gold und für den Tech-Titelmarkt bedeutet, als zusätzlichen Input, darf sich dann jeder selber ausrechnen. Das alleine wird nicht den Markt bewegen, keine Frage, da sind die Earnings Seasons auch noch ganz, ganz relevant, aber es ist zumindest mal ein Punkt, den man da mal mit im Auge behalten darf. So, und der Nasdaq-Index jetzt hier, da sehen wir, der ist im Moment sehr heftig auf dem Weg nach unten unterwegs, also sehr starke Abwärtsseite. Im Augenblick, das muss noch nicht wirklich was bedeuten, es kann noch durchaus sein, dass das jetzt so quasi die letzte Bewegung ist, bevor es wieder nach oben geht. Wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen habe ich den Eindruck, denn wir sind hier zwar runtergelaufen, okay, sind hier nach oben gelaufen, aber dieses nach oben Laufen ist ja nun auch korrektiv. Und wieder die scharfe Abwärtsbewegung. Und da sind wir wieder beim allseits bekannten Flat. Und ein Flat ist halt häufig, also kommt sehr häufig vor als Bewegungsrichtung und spricht dafür, dass nach dieser scharfen Bewegung diese Korrektur, die im Prinzip ABC, ABC und dann 1, 2, 3, 4, 5 runtergeht, hier sehr schnell, dass die fertig ist. Das heißt, eigentlich wäre meine Vermutung eher sogar, dass wir sowas wieder kriegen, sobald der Kurs dreht. Wann dreht er? Na, im Moment offensichtlich. Oh, vielleicht noch nicht, aber vielleicht deutet sich so halbwegs an. Wie kann man jetzt hiermit umgehen? Wenn der jetzt einigermaßen nach oben kommt und nur wackelig nach unten, dann ist genau das, was ich angedeutet habe, nämlich dass die Fortsetzung noch nach oben geht, sehr realistisch. Also das Ding alleine überzeugt mich noch nicht für die Abwärtsseite. Allerdings, wenn er jetzt ABC geht und das hier triggert, oder wenn er alternativ hier mehrfach hin und her wackelt, dann ist das ein Zeichen, dass ja, gekauft wird, aber offensichtlich nicht mit dem gleichen Interesse wie verkauft. Und das wäre dann für mich genauso, wie wir das im Prinzip eben bei den Zinstiteln hatten, also bei den US Treasury Notes, ein Zeichen dafür, dass der Kurs nochmal einmal nach unten geht. Und wenn ich ehrlich bin, schlimm fände ich das jetzt nicht, denn auch diese Bewegung, die wir jetzt hier im Großen haben,
darf doch locker mal hier einen Rücksetzer haben, der nochmal in diese Zone reingeht. Danach können wir ja wieder freiwillig nach oben gehen. Da spricht doch gar nichts dagegen. Also das nochmal als Hintergedanke. So, und wer jetzt verwirrt ist und sagt, ja was jetzt, geht es dann nochmal rein oder nicht, macht es abhängig davon, ob der Kurs wackelig nach oben geht. Dann bin ich ziemlich sicher, yep. Oder ob der Kurs jetzt steil nach oben geht, aber dann nach unten wieder wackelt. Dann bin ich ziemlich sicher, ne, kriegen wir nicht mehr. Wir laufen erstmal weiter. Und wenn ihr das nicht unterscheiden könnt, schaut euch das hier mal an. Dann seht ihr, das ist auch im Kleinen und natürlich auch im Großen und natürlich auch im sehr Großen immer wieder die gleichen Verhaltensmuster sind. Denkt dran, Dreiwelligkeit oder mehrfach wackelnd ist nicht die Haupttrendrichtung. Trigger und gut. So, in diesem Sinne, jetzt haben wir den DAX außen vor gelassen, aber mit dem letzten Blick drauf, man sieht, es ist nicht großartig anders als das, was wir aus Amerika sehen. Der Rücksetzer ist hier fast vielleicht schon fertig. Insofern ist der vielleicht schon eine Stufe sogar weiter. Nämlich hat schon seinen Rücksetzer hier. Auf jeden Fall beste Chancen dafür, dass der sein Tief hier schon gesehen hat. Messt es mal selber mit Fibonacci ein bisschen nach. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.